Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Heute aus einem mittlerweile sehr gut vom Ton Schall isolierten Raum, den ihr aber seltener zu sehen bekommt, weil er noch nicht fertig ist. Und das ist... this point is a running gag. It's a running gag. Das Lager, wie wir es auch unrühmlich nennen. Aber das ändert sich jetzt. Aus dem Lager wird jetzt tatsächlich ein großes Podcast-Set, in dem auch wir zukünftig die Sprechstunde aufnehmen werden. Das heißt, das Setting wird sich komplett ändern, aber zum Positiven. Es wird viel schöner klingen, es wird viel schöner aussehen. Und dafür haben wir Dinge bestellt, beziehungsweise Jan hat Dinge bestellt. Und da wollen wir mal reingucken. So, was haben wir hier denn Schönes drin? Das ist eine Softbox. Eine Softbox? Aber wie der Name denken lässt, sie ist nicht sehr weich, sondern... Ah nein, das ist eine Lantern. Also quasi auch eine. Das heißt nicht, dass Nerdscope zurückkommt, aber zumindest könnte der Look. Das Nerdscope kommt zurück? Geil, Jan! Mach nicht solche Jan Gerüchte. Hat euch versprochen, dass Nerdscope zurückkommt. Abbruch! Wer will das? Papiermaterial. Oho! Oh. SDI-Distribution und Konverter. Nochmal Konverter, wir haben ja schon davon welche, also die 4K, das sind nur 1080, aber das ist okay, weil 3G ist ja wir noch mehr Kameras jetzt haben, also ein 1080p60, mehr lässt Twitch ja zum Beispiel eh nicht zu. Und was noch geil ist, weil wir ja so viel von Blackmagic schon haben, wir können ja auch die Kameras fernsteuern. Ja. Die Kameras, die ich hier aber wahrscheinlich einsetzen werde, die haben nur HDMI, aber trotzdem von Blackmagic und mit den Konvertern kann ich die trotzdem fernsteuern, dann über ein HDMI-Kabel, aber dafür brauche ich die trotzdem. Blackmagic, wenn ihr das seht, bitte sponsort uns endlich. Wie viel Geld müssen wir noch ausgeben? Wie viel Geld müssen wir hier noch bei euch lassen? Nein, Quatsch. Ist ja auch einfach geiles Zeug. So. Eine Barndoor. Ja. Und noch irgendwas. Ja. Das ist groß. Das müsste noch die andere Softbox sein. Ah. Packen wir mal aus. Und dann, Aber es kommt noch viel mehr. Das ist das erste von sehr vielen Paketen. Das ist, ja, das erste von sehr vielen. Denn du baust hier auch ein komplettes Traversensystem in den Raum ein. Ja. Das ist auch, da habe ich gestern schon gesagt, das machen wir nicht, das macht Spedition. Also Freunde, da könnt ihr euch drauf freuen, da werden wir euch natürlich begleiten, wenn hier fleißig gebaut wird. Wir packen mal weiter aus. Das kennt man vielleicht so, manche Leute haben es bestimmt schon mal gesehen, irgendwelchen Leuten zu Hause. Das ist jetzt eher nichts, was man an einem richtig krassen Filmset sieht. Da haben die Leute dann eher so 20 Meter Steiger mit Lampen, für die du ein ganzes Kraftwerk brauchst. Weil die Beleuchter innen da draußen, bitte killt mich nicht. Ich bin Tonmann. Ich bin Autodidakt. So. Und jetzt kommen, wenn wir jetzt hier vorne, hier kommt die Lampe rein. Und hier vorne kommt noch so Seide fast mäßiges Dings von drauf, dass du so eine richtig große, weiche Lichtquelle hast. Das sieht eher so aus, als ob du zum Mond fliegen willst, Jan. Nee, ich höre die Aliens ab. Warte. Das ist doch bestimmt auch ein geiler Audioschirm, oder? Nein. Nee. Jan! Oh shit, doch! Oh shit, warte mal. Geh mal die Kamera her. Hallo Freunde, ich bin's, der Olli. Und ich klinge wahrscheinlich total seltsam für euch. Wow, das klingt wie aus einer Blechdose. Ja. Das ist ja völlig wild. Da fällt mir gerade ein, eine Sache haben wir euch noch gar nicht gezeigt. Platz ist ja immer so eine Sache bei uns im Büro. Und wir kamen mal ins Büro und wir haben ja hier diese Rückwand aus den Akustikpaneelen mal hingestellt am Ende des Flurs, wo es in die Küche geht. Damit einfach keine weiße Wand ist und hier fängt sich relativ viel Schall und Hall im Raum, deswegen haben wir gesagt, machen wir es dann. Und dann kommen wir ins Büro und die Wand steht plötzlich nicht mehr so weit hinten, wie sie eigentlich mal stand. Sie steht jetzt weiter vorne und ihr seht vielleicht auch schon da oben. Warum? Ich zeige euch das. Jan war nämlich so schlau und hat gesagt, das ist eigentlich tote Flurfläche, also machen wir Folgendes. Wir bauen einfach ein Lager. Das heißt, das hier ist die Wand von der anderen Seite, wo Jan sich mittlerweile auch schon sehr schön hier mit Kabelhalterung und sehr viel Technik etc. einfach ein kleines Lager reingebaut hat. Smart. So, jetzt packen wir da eine Kerze rein und dann lassen wir das in den Himmel fliegen, ne? Und dann Zoogehege abfackeln. Ja, genau. Oder was war das? Das war ein Zoo. Ja, das ist eine halbe Stadt, glaube ich, am Ende sogar. Sieht witzig aus irgendwie, habe ich so noch nicht gesehen. Da gibt es auch ein Skirt dazu. Ein Rock. Ein Rock? Ja. Für Lampen. Also nicht ganz Haute Couture, aber das kann man jetzt quasi da drum machen. Ja. Und zum Beispiel nur auf einer Seite oder so, und damit kannst du das Licht ein bisschen weiter nach unten machen, weil so ist es natürlich jetzt sehr zur Seite. Aber wenn du es so krass auf den Tisch runterfallen lassen willst zum Beispiel, dann machst du das da drumherum oder kannst es auch teilweise weglassen. Jan, erzähl euch Quatsch. Jan, eigentlich sein will, ist Batman. Mega, ja. Ist eigentlich auch, also ich sag ganz ehrlich, wenn du da jetzt irgendwie Balenciaga drauf druckst, dann geht das auch klar, oder? Da ist bestimmt eine Lampe drin. Boah, what a surprise. Na, so. Aber Hund möchte helfen. Hund kann Schere Paket essen. Ausmachen. Guck mal, jetzt ist er eingeschnappt und geht. Richtig, komm ausgepackt.
eine 200 Watt Lampe. 200 Watt? Actually sogar, glaube ich, ein bisschen mehr. Die ist halt, die ist genauso wie unsere Elgato Keylights, weil die ist auch warmweiß und kaltweiß. Ja. Aber die ist halt ein bisschen so eine kleine, nee, nicht gerichtet, aber eine kleine Lichtquelle nur. Ja, ja, also ja. Eine COB, was heißt Chip on Board oder ja, ja, ach, irgendwie schon, sowas. Ja, ich weiß, mit Stickers. Wenn ich mir das über Monitor, halt keinen Platz weg. Wenn ich mir das über Monitor hänge, habe ich nicht nur ein Platzproblem, sondern bin auch blind. Erstens das und vor allem dein Schreibtisch muss auch einfach 2 Meter von der Wand wegstehen, weil ja. Wenn du dir jetzt mal das zusammenrechnest, alles mit denen hier vorne dran plus fettes Stativ. Eher nicht so. Ah ja, guck mal, das ist doch. Ja, genau, da sieht man das. Das ist doch mal eine LED-Fläche, Alter. Hui. Und, Alter, guck dir mal den Kühlkörper hinten an. Ja, durch. LED wird warm, du. Ganz einfach gesagt, gibt auch diesen. Und dann hast du. Das ist quasi so ein Mini-Parabolspiegel. Trippy! Und Caution, Hot Surface. Das noch. Ah, die Barndoor, ja. Die Barndoor ist jetzt nicht so spannend, aber das ist halt einfach nur mit das Licht. Wenn du wirklich spottig das haben willst, aber irgendwie, ne, so. Schon fast theatermäßig. Kannst du es halt ein bisschen richten. Damit, kannst du halt sagen, ey, scheint mal nicht mal links oder rechts. Wie der Name schon sagt, es ist wie ein Scheunentor. Mhm. Du bist wie Flo, du liest auch keine Bedienungsanleitungen. Lustigerweise manchmal schon. Aber erst dann, wenn ich bemerke, dass es schlau wäre, sie zu lesen. Oder wenn mir langweilig ist, lese ich mir manchmal einfach Bedienungsanleitungen durch. Ah, man kann das Ding hier rummachen. Einfach volle Möhre ohne irgendwas drauf, ne? Und guck mal, wie blind wir da sind. Okay, ja, wir haben noch ein bisschen Restlicht. Nicht ganz. Wow! Okay, ist das 100%, ne? Das ist schon 100%, aber. Alter, aber ist auch hell. Warte mal. Ah, Temperatur? Halt ah ja. 6500 Kelvin. So 5, 6, so Tageslicht. Ist aber auch richtig unter 2,7. So, das ist schon. Ist das schon Kerze 2,7? Ja, das ist schon Kerze fast. Das ist jetzt auch nur mit dem hier. Oh Gott, ist deine Hand hell. Oh Gott, ist die Hand hell. Boah, die leuchtet richtig. Warte mal. Die Bühne ist auch richtig warm. Oha. Alter. Das Licht so ein bisschen Sonnenlicht, ne? Vitamin D? Ich habe Angst, wenn ich da jetzt mit der Kamera das reinfilme, dass ich warm. Den Sensor zerstöre. Wow, ich bin blind. Das ist ja. Wie der Komodo 8000 in Dings hier. Woher wissen wir, welcher der Komodo 3000 ist? Oh, jetzt einmal mit schön großer... Also es wird das Licht jetzt einfach ein bisschen... Bitte nicht anmachen, ich stehe gerade davor. Aber ich halte mir die Augen zu. Wir filmen das mal von vorne. 3, 2, 1. Sensor am Arsch. Boah, ist das hell. Aber jetzt sieht man schon, dass der Kegel, es brennt weniger aus. Und du das hast ist, eine geradere du hast Kante. Eine geradere Kante, auf jeden Fall, ja. Und normalerweise hast du auch noch von vorne. Guck mal, ich kann jetzt Schattenspiele machen. Raff, raff. Raff, raff, raff. Jan, du bist angegriffen von dem Hund. Raff, raff, raff. So. Jetzt ist natürlich in der Summe gefühlt weniger Licht da. Es ist viel weicher. Ja, warte mal, wir können das also euch mal zeigen. Die Kante, die jetzt gerade noch sehr scharf war, die ist jetzt gar nicht mehr zu sehen. Das Licht verteilt sich wirklich sehr viel softer. Auch, also auch im Gesicht. Ne? Also das ist halt das Ziel davon, dass du diese Lampe... Also ich bin jetzt, muss ich ehrlich sagen, auch eigentlich kommt die Lampe ein bisschen weiter von oben. Dass du hier dieses... Wie nennt man das? Den Rembrandt-Schatten hier? Ja, genau, dass der nicht da Dreieck, ist. Nee, den willst du haben. Ach so, ja. Den willst du haben. 45 Grad. Eigentlich, 45 Grad, genau. Ein bisschen von oben, aber auch nie komplett dunkel. Also es sei denn, willst du es extrem dramatisch haben. Und dann, muss gucken, wo das ist, gibt es eigentlich auch noch ein Grid dabei. Damit du, das ist wie gerade in diesem Ding, dass du das Licht noch weiter... Dass es weniger streut gerichtet genau, ist. Genau, dass du weniger Streulicht hast. Das ist halt ganz geil irgendwie. Wenn man eine Person anleuchten will, aber jetzt nicht alles, was da ist. Genau, das ist quasi ja das Gitter, nur größer. Ja, genau. Ja, und je größer die sind, desto kleiner oder schmaler ist auch meistens der Winkel, in dem es dann noch abstrahlt. Deswegen steht da vorne auch irgendwie 30 Grad drauf. Ich weiß gar nicht, was das dann hier ist. Das ist dann der Öffnungswinkel, wie bei einer, eigentlich wie bei einer Linse fast dann. Wenn ich jetzt direkt davor stehe, kriege ich immer noch dasselbe Licht ab. Aber da hinten ist deutlich weniger. Und du siehst es auch, wenn du jetzt mit der Kamera so an die Lampe rangehst, so auf die Lampe drauf filmst. Guck mal, der Unterschied. Jan? Hell. Dunkel. Hell. Dunkel ist so ein krasser Unterschied. Das ist crazy. Kamera kommt doch gerade so ein bisschen an ihre Grenzen. Wir bündeln jetzt das Licht und gucken, ob wir jemanden wegbrutzeln können. Man darf es nur nicht. Na, so. Deutlich kleinerer Lichtkegel, das ist schon sehr spottig. Wo seid ihr? Ah, da kommt auch die Kamera nicht mehr mit. Boah. Oder? Wobei, doch, guck mal. Guck mal. Hallo, Jan. Das
schon ein witziges Bild. Ich sehe so ein rotes Licht. Könnte vielleicht ein Loch in die Wand brennen. Noch. Nee, das ist ja keine Fresnel-Linse. Na, das war auch no shit ein Joke, Alter. Ist das... Oh Gott, bitte. Das ist geil. Kann er Lensflare introducen. Mega. Oh, ja, Freunde, Gott. Wir haben Spaß auf jeden Fall. Oh, ja. Hoffe ihr auch. Wir gucken mal, was noch so geht. Also Freunde, wir haben gerade ein fantastisches Paket geschickt bekommen und der arme Jan schleppt sich da dran gerade kaputt. Das wird sich hoffentlich lohnen. Oh Gott. Ja. Was ihr nicht Gott. Wisst ist, wir haben neulich die Jungs und Mädels von DeLonghi getroffen. Auf einem Event und da stand eine Siebträger-Kaffeemaschine und ich habe Kaffee gemacht für alle. Siebträger-Kaffee machen ist so ein kleines Hobby von mir und da habe ich Kaffee mal ins Gespräch gekommen und dann haben die mir von ihrer neuen Maschine erzählt, die sie uns jetzt hier zugeschickt haben. Obwohl, so viel Kaffee trinkst du hier gar nicht. Du machst lieber Kaffee für andere. Du bist mehr der Barista, ich trinke tatsächlich jeden Tag einen doppelten Espresso. Aber auf meine spezielle Art und Weise, denn ich mag Kaffee nur kalt. Warum das wichtig ist, das werdet ihr gleich bei der Maschine sehen. Die hat nämlich auch eine Cold Brew Funktion. Und da bin ich persönlich ganz glücklich drüber. Und die ist geil, weil das dauert nicht lange. Zeigen wir euch alles. Wir packen das Ding jetzt erstmal aus. Hi, ich halte diese Box mit meinem Kind fest. Da seht ihr sie nochmal, Freunde, da ist sie. La Specialista Maestro. Die sehen das aus. Das ist schon ein großes Paket auch. Oh, ich will das. Ja. Ich will das mit Eiswürfeln. Ich trinke Kaffee nur mit Eiswürfeln, Freunde. Schmeckt viel besser. Der Italiener sagt ja, ein Single Espresso, 7 Gramm Pulver. Gemahlen und 14 Gramm ein Doppelter. Aber die Italiener, die mögen es nicht so mit Dosierung. Wir Europäer sind ein bisschen härter unterwegs. Bei uns ist eher so, Jan hat auch schon ganz skeptisch geguckt. Ich kenne eher so im europäischen Bereich 9 Gramm ein einfacher und so 18 Gramm ein Doppelter. Das werden wir uns auch so einstellen, denn wir brauchen was? Zeug zum Wachbleiben. Ja, genau. So, Freunde, jetzt kommt der große Moment. Wir lüften und sehen das Gerät. Hallo, hallo. Oh, wow. Holy. Ui, ui, ui. Die hat auch eine gute Größe. Das ist, was ich gedacht habe. Also wirklich eine schöne Größe. Geil. Hier sieht man auch schon, hier wird dann, steht da drauf, könnt ihr lesen, Smart Tamping. Normalerweise, wenn du die gemahlene Bohne in deinem Korb drin hast, dann ist die ja recht locker. Normalerweise verteilt man die nochmal schön, dass sie gleichmäßig verteilt ist. Und dann wird mit einem Druck von idealerweise 13 bis 15 Kilo, wird die Bohne verdichtet. Wobei ich auch mal gehört habe, dass es scheißegal ist, wie viel Druck man ausübt. Aber das ist das Tempern. Das Tempern ist das Komprimieren der gemahlenen Bohne, durch die dann das Wasser am Ende fließt. Ich glaube, wenn ihr uns ab jetzt in den Vlogs nicht mehr seht, dann liegt das daran, dass wir eine Koffeinüberdosis haben. Wahrscheinlich. Aber erstmal ziehen wir hier ab. Wow. Oh ja. Select Cold Brew. Okay, wir brauchen Eiswürfel. Einfach rein ins Glas. Und dann, achso, der haut dir einfach wirklich Cold Brew rein. Witzig, wie geht das denn? Das ist nochmal so ein separater. Durch den Filter, durch den Espresso-Cool-Filter. Oh, Es ist knickt. Ist das drin? Alles bleibt an Ort und Stelle. Kein Stress mehr mit dem Wassertank. So, wir füllen jetzt ein bisschen Bohne in die Maschine. Hier könnt ihr dann die Mahlgrad einstellen. Und wie bei allen Maschinen, niedrige Zahl heißt feiner. Ich würde einfach mal in der Mitte anfangen. So, Jan schaltet die Maschine jetzt das erste Mal ein. Die hat mehr Anzeigen als mein erstes Auto. So, Freunde, und nachdem diese fantastische Kaffeemaschine jetzt schon ein paar Wochen hier steht, kleiner Sprung in die Zukunft, wollte ich euch nur mal zeigen, was ich hier quasi fast jeden Tag im Büro mache, um wach zu sein und gut arbeiten zu können und vor allem, weil es auch gut schmeckt, Freunde, wie ich mir einen sehr, sehr geilen Eiskaffee mache, den ihr auch machen könnt. Alles, was ihr braucht, ist... Das ist das Wichtigste. Ein schönes Glas. Ja, ich bevorzuge so einen Tumbler. Ja, also wirklich ein richtig hübsches Glas. Bis oben hin gefüllt mit Eiswürfeln. Ja gut, und alles, was ihr dann noch braucht, ist natürlich eine geile Kaffeemaschine. Falls euch die Kaffeemaschine von DeLonghi gefällt, die La Specialista Maestro, dann schaut mal gerne in die Videobeschreibung. Haben wir euch verlinkt. Könnt ihr euch auch eine sichern. Also es ist eine Siebträgermaschine, aber die macht auch einen Cold Brew. Und den ziehe ich mir jetzt nämlich hier ins Glas rein. Kipp nur noch einen Schluck leckerste Hafermilch drauf und dann ist schon fertig. Ganz simpel. So, schön tempern. So, und dann haben wir schön unser Kaffeepulver hier drin. Einfach rein. Es geht wirklich, also einfacher geht es wirklich nicht. Glas runtergestellt. Ich wähle jetzt hier einmal den Cold Brew aus. Ich zeige euch das mal. Ja, jetzt habe ich hier Cold Brew ausgewählt. Habe das Ding hier einfach schnell eingehangen. Und alles, was ich jetzt mache, ist OK drücken.
Und den Rest macht diese fantastische Maschine ganz von selbst. Ich muss nichts mehr weitermachen. Ich lasse jetzt hier diesen geilen Cold Brew einfach auf meine Eiswürfel laufen und habe ein köstliches Getränk. Dauert ein bisschen, aber geht viel schneller als gewöhnlicher Cold Brew. Jetzt geht's gleich los. Da kommt der Kaffee, Freunde. Das läuft jetzt so, na, so ich sag mal so ein, zwei Minütchen. Zieht er jetzt den Cold Brew viel schneller als eine normale Cold Brew Maschine. Er ist ganz clever, wie die Maschine das macht. Die nimmt nämlich trotzdem das Wasser aus ihrem internen Kreislauf, aber das wird jetzt halt nicht erhitzt. Ziemlich coole Nummer. Das heißt, wir lassen uns den jetzt hier mal schön volllaufen. Das Tolle bei Cold Brew ist, dass der nicht so dolle ist. Er schmeckt ein bisschen milder. Das reicht mir. Ich drücke OK. Kann damit den Brühvorgang beenden und habe hier mein Cold Brew mit Eis. So, und in den kippen wir jetzt nur noch ein bisschen Barista Hafermilch auf. Das sieht schön aus. Oh ja, das sieht nicht nur schön aus, sondern schmeckt auch lecker. Und schon ist er fertig. Ja, schneller und einfacher geht es tatsächlich kaum, Freunde. Und ich sage euch, so warm wie es draußen ist, gibt kaum was Besseres, als auf der Mittagszeit sich so ein Käffchen gönnen. Wie gesagt, schaut mal in die Videobeschreibung, habe ich euch verlinkt. Ich gönne mir den jetzt rein. Bis gleich. Hier seht ihr, wie man das Material von einem VCR, also beziehungsweise von einem DV-Camcorder überspielt. Das ist ein Gerät, das überspielt das direkt auf SD-Karte. Ja, das ist ja schon Luxus, Alter. Ja, na, Luxus. Die Echtzeitkomponente. Oh, jetzt muss ich hier treffen. Aber man kann auf jeden Fall sagen, wir beide sind extrem große Fans bisher vom Look und damit zu filmen. Das macht halt echt unfassbar Spaß, glaubt ihr gar nicht. Vor allem ist die Qualität viel besser, als man denkt. Die Qualität nicht nur, weil die Auflösung gar nicht so eine Rolle spielt. Was ich unfassbar krass finde, ist der Ton. Ja, ist wahr. Der ist halt auch insane gut. Aber gut, beim Mikrofon hat sich in den letzten 100 Jahren auch nicht zu viel geändert. Jetzt muss ich hier wirklich nur kurz tippen. Er zeigt zwar ein 16:9 an, obwohl es 4:3 ist. Ja, aber das ist egal, die Datei passt. Die Datei, ne? Ist richtig dann. Ja, total gut. Mega nice, Alter. Also lässt man den hier einfach durchrödeln, stellt sich einen Timer. Man kann bei dem sogar einstellen, der soll nach 20 Minuten und so automatisch aufhören. Ja. Freunde, herzlich willkommen an meinem Arbeitsplatz, an meinem Schreibtisch. Der übrigens, zu meiner Schande muss ich gestehen, extremst unaufgeräumt ist. Also wirklich schlimm, so dass ich mich schämen muss. Ich habe nur allerdings nicht die Zeit, aktuell den aufzuräumen. Ich muss mir irgendwann mal diese halbe Stunde Zeit gönnen, um hier mal klar Schiff zu machen. Aber das Problem ist halt auch, ich sitze hier legit einmal die Woche vielleicht eine halbe Stunde und komme auch dazu, am Laptop Dinge zu tun. Hi. Was hältst du von RC-Panzern mit Infrarot? Abschussfunktion und dann fliegt so ein kleines Männchen raus, wenn man sich trifft. Da halte ich eine ganze Menge von. Bestell ich. Geil. Nice. Hier drüben, auch sehr wild. Ich habe noch ein schönes Paket von AG1, das wollte ich mit nach Hause nehmen. Leere Papierbeutel, frag mich nicht warum. Noch mehr Sportzeug. Und hier, kleiner Sneak Peek, Freunde, von Sachen, die es später nochmal bei Billig vs. Teuer geben wird. Darf jetzt natürlich keiner sehen. Bis dahin müssen wir die Folge natürlich gedreht haben. Müssen wir jetzt machen. Ja, ist irgendwas ist gerade hinter mir umgefallen. Ist schlimm. Ich weiß, ich schäme mich, wie gesagt, sehr für die Ordnung. Ich sollte als positives Beispiel vorangehen in dieser Firma. Alle anderen halten ihre Schreibtische sehr ordentlich und ich bin da nicht gut dabei. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es während dieses Vlogs noch, dass ich meinen Schreibtisch aufräume. Jetzt muss ich allerdings erstmal ein paar Sachen organisieren und runterschreiben. Deswegen sitze ich hier. Zum Beispiel ein Skript schreiben für das neue CyberGhost, für die neue Integration. Das ist wichtiger, als meinen Schreibtisch aufzuräumen. Deswegen mache ich das jetzt.